Guten Morgen. Ja, bin jetzt endlich hoch. Konnte mich endlich aufraffen, mal aufzustehen. Eine tolle Nacht wieder gewesen in der Hängematte. Ich bin gestern Abend total ruhig gewesen. Ich habe gestern Abend noch nicht mehr viel gefilmt. Ich habe irgendwie dann einfach nur noch Hunger gehabt und wollte essen. Und dann danach war ich einfach platt. Und ich glaube, das war vor 10. Da bin ich schon in meine Matte verschwunden und bin auch sofort eingepennt und habe nichts mehr mitbekommen. Jetzt gut ausgeschlafen, fit, jetzt weiter. Jetzt mich frisch machen, jetzt mal die Zähne putzen und so. Und dann werden wir in Ruhe frühstücken und dann geht's dann weiter. Heute Richtung Zehlendeck, Richtung Mildenberg wollen wir auf alle Fälle heute fahren. So, während der Dirk noch ein bisschen den Wald auseinander nimmt und sich Kiensparen sucht, habe ich jetzt keine Lust mehr, noch länger zu warten. Ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. Morgen, jetzt nochmal. Morgen, die Kamera war vorhin aus. Morgen nochmal, ein drittes Mal. Ja, das ist der Holzfäller hier. Morgen. Der hat den ganzen Wald jetzt zersägt. Guten Morgen. Überall Kameras, das ist ja furchtbar. Ich habe geschlafen, das ist ein Traum einfach nur. Für mich jetzt wieder richtig fit. Das liebe ich, meinen Optimus Crux. Was für ein schöner Kahn. Oh, gar nicht deutsch? Was ist das hier? Franzosen, oder? Holland. Holland? Okay. Oder Niederlande? War das jetzt Niederlande oder Holland? Das ist das Gleiche. Ich bring die immer durcheinander. So, bei mir gibt es heute Müsli. Beim Dirk, glaube ich, der Beefy. Eine leckere Beefy. Ach so, ja. Im Brot. Ja. Also das mit diesem Milchpulver finde ich eine total coole Sache. Dass du dann einfach dann mit Wasser dann hast du Müsli-Bons, finde ich super. Also die Stiele sind echt top, ey. Ist ja doof, wenn man ihn hat und wenn er dann zu Hause ist, wa? Ich habe bestimmt auch was vergessen, was ich hätte brauchen können. Ich glaube, mit deiner Säge kann man auch Metall sägen. Also setz dich nächstes Mal vorsichtig in deinen Stuhl. Was für eine Packerei immer, alles fertig gepackt. Wir sind wieder auf dem Wasser und jetzt geht's da lang. Richtung Mildenberg, Zehlendeck in die Richtung, das ist unsere Etappe heute. Und ich bin gespannt, was wir heute wieder erleben werden. Da ist der Dirk und der wartet schon drauf, dass es endlich losgeht.
wieder die Mündung erreicht, hier Hakel und Kempiner Gewässer. Und werden jetzt Richtung Süden weiter paddeln, die Hakel wieder in Richtung Mödensack. Seit gestern, wo wir losgefahren sind in Breda-Eiche, haben wir jetzt das erste Mal wieder eine Örtlichkeit erreicht. Wir sind jetzt in Burg angekommen. Das andere, wo wir, waren ja nur Schleusen letztendlich, wo wir angelegt hatten. Und ja, wir paddeln jetzt noch ein Stück weiter. Es müssten so rund 6-7 Kilometer nur noch sein, bis wir dann in Mildenberg angekommen sind und ja, wo wir unsere Ziele dann haben. Die Sonne ist ordentlich am Brutzeln und jetzt haben wir so einen kleinen Nebenarm hier gefunden, eine kleine Sackgasse, schön schattig, ein geiles Plätzchen, um eine Pause zu machen.
Ich sag jetzt schon mal ciao. Wir haben jetzt gleich unser Ziel erreicht für die Kanustation Waller Point. Wir werden jetzt gleich ausladen, zusammenpacken, noch ein Eis essen oder einen Kaffee trinken oder irgendwas und dann geht's mit dem Auto dann gen Heimat. Ey, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Haut rein. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Wir haben unser Ziel jetzt erreicht. Wir sind an der Kanustation Waller Point und jetzt können wir ausladen, noch ein Eis essen, zusammenpacken und dann machen wir Schluss.